noch eine Übung für alle daheimgebliebenen und Homeoffice-Leute, wie auch immer. Am Rande eine ganz wichtige Info, haben wir jetzt nochmal bestätigt bekommen, wir erzählen es ja schon ewig in 3 Tagen, ich erwähne es nur halt gleich nochmal mit hier. Hohe Dosen Vitamin C, also 3 bis 6 Gramm, und Vitamin D3, ich empfehle 20.000 Einheiten pro Tag. Denkt immer dran, zusammen mit Magnesium, Zink, also einem guten Multivitaminpräparat, und K2 helfen, euer Immunsystem insoweit zu stärken, dass ihr quasi keine Auswirkungen bei einer möglichen Ansteckung spürt, beziehungsweise euch unter Umständen gar nicht, wie auch immer. C, D3 etc. pp. Und jetzt zu der Übung. Wir machen heute, ich sag mal, bringen ein bisschen Dynamik rein, also plyometrisches Training sozusagen. Das heißt, 2 Übungen, Kniebeuge, Liegestütze, und die quasi mit Power. Hier übertreibt es nicht mit den Wiederholungszahlen. Ich würde es bei 3 bis 5 belassen, weil wir wirklich die Schnellkraft trainieren wollen in der Geschichte. Dafür macht halt mehr Sätze. Vielleicht auch die noch nicht so das High Level haben als Athleten, trotzdem so 10 bis 15 Sätze und die anderen so um die 20 rum. Das heißt, ihr geht erstmal komplett runter bis in die Kniebeuge und dann beschleunigt noch zum Sprung. Ja. Runter und Sprung. Und davon halt, wie gesagt, 3 bis 5 Wiederholungen. Das gleiche beim Liegestütz. Ich sage es gleich, das können andere besser. Ihr geht runter und klatscht und fangt euch wieder ab. Also bitte nicht so reinstützen, sondern wirklich schön abfedern. Aber euch so schnell hochdrücken, dass ihr klatschen könnt. Die Mädels selbstverständlich hier auf den Knien. Okay? Zur Sicherheit legt euch eventuell etwas unter, dass auch nicht gleich auf den Haufen Fliesen knallt, wenn es nicht funktioniert. Okay? 3 bis 5 Wiederholungen pro Übung, dann 1 bis 2 Minuten Pause und dafür mehr Durchgänge. Also hier geht es nicht darum, dass ihr erschöpft, sondern mal so ein bisschen die Power trainiert. Viel Spaß, bleibt dran.